Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier in der Sylphenzuflucht angekommen, haben unser seltsames Gastgeschenk abgegeben, diese Milchwurzel, die wir uns noch erarbeitet hatten. Und wir sind hier nicht so freundlich empfangen worden von der kleinen Sylphe da hinten, Komuxio. Die hat sich nicht so freundlich zu uns gegenüber geäußert. Ein kühler Empfang heißt die Quest auch. Für Komuxio tanzen, mit Schrägstrich tanzen sollen wir jetzt. Mal schauen, da gehe ich mal in die Emotionen. Ich könnte das jetzt natürlich auch eingeben, aber hier müsste das auch irgendwo dabei sein. Ist nur die Frage, wo. Wahrscheinlich habt ihr es alle schon gefunden. Da wäre das Eingeben doch schneller gewesen, aber ich will das jetzt finden. Irgendwo muss das sein. Anfeuern, umarmen, tanzen. Die meinige heißt die Laufende, die sich wie die unsrigen bewegt, willkommen. Wenn die Laufende mit der meinigen sprechen möchte, wird die meinige antworten. Die meinige ist beschäftigt, daher sollte sich die Laufende kurz fassen. Ja, die reden ja so goldig. Okay. Die Laufende hat ein Geschenk für die Unsrigen. Die Laufende ist eine Nette. Ach, wir hatten es doch noch gar nicht abgegeben. Der dickflüssige weiße Saft dieser Wurzel eines Morbuls verleiht seinem Anwender wundersam schreckliche Visionen. Und das Schreiben sollen wir auch noch abgeben von Saatseherin Kanesena. Die Laufende bringt eine Milchwurzel. Die Milchwurzel erfüllt die Meinige mit Freude. Die Meinige dankt dir. Die Laufende hat ein Wortpapier für die Ältigste. Die Milchwurzel der Laufenden macht die Meinige glücklich. Die Meinige wird der Ältigsten das Wortpapier geben. Die Laufende kann ganz beruhigt sein. Okay. Gar nicht so einfach vorzulesen. Die Laufenden möchten mit den Unsrigen sprechen, dann sollten die Laufenden sprechen. Ida sagt, seid gegrüßt, Sylphenfreundin. Wir kommen als Gesandte von Gridania, das seit Generationen im Einklang mit eurem Stamm lebt. So ist es. Wir sind gekommen, um eurer Ältesten die Ehre zu erweisen und mehr über Ramo von ihr zu erfahren. Ja, wir sind ja hier mit dem Bund der Morgenröte, genau genommen mit Papa Limo und Ida. Und wir sollen ja mit den Sylphen Verhandlungen aufnehmen, weil wir uns Sorgen machen, dass die Sylphen ihren Prima Iramo beschwören könnten. Und das wäre ja fatal für ganz, ja, auf jeden Fall für ganz Gridania, vielleicht sogar für ganz Eosea. Die Laufenden kommen aus Gridania. Warum haben die Laufenden das nicht eher gesagt? Die Meinige mag keine Tricks. Die Laufenden sind zu Tanzenden geworden und die Laufenden haben Milchwurzel gebracht. Aber die Meinige traut den Eurigen nicht. Die Meinige wird nicht mehr sprechen. Die Ältigste ist beschäftigt. Die Laufenden sollten heimgehen. Aber was hat das zu bedeuten? Die Sylphen hier haben die Gridania doch immer mit offenen Flügeln empfangen. Das Schreiben, das Wortpapier von Yvain. Hier ist ein Friedensschwur von der ältesten Saatseherin. Ihr wollt uns dennoch abweisen? Die Meinige hat Gründe, die die Laufenden nichts angehen. Die Ältigste hat keine Worte für Gridania. Die Laufenden verschwenden ihre Zeit und die Meinige. Oh, so abgewiesen zu werden. Womit haben wir das verdient? Vielleicht war der Freudentanz von Yvain nicht freudig genug? Da bin ich auch überfragt. Aber etwas sagt mir, dass die jüngsten Vorkommnisse unserer geflügelten Freunde enorm misstrauisch gemacht haben. Wir sollten uns in der Gegend umhören und herausfinden, wie wir ihr Vertrauen gewinnen können. Ja, das ist eine gute Idee, Papa Limo.
Paralyse, Schlaf oder Stumm. Dann nehmen wir mal hier das erste Tränkchen. Tja, das war ja nicht so sehr von Erfolg gekrönt. Erst dachten wir schon, aber jetzt irgendwie doch nicht. Ich glaube, die haben hier irgendwas zu verbergen. Die Sylphen haben sich durch den Handel mit Kristallen Freunde unter allen anderen Völkern gemacht. Aber in der letzten Zeit sind Wolken am Himmel aufgezogen. Wir müssen jetzt Verhandlungen mit den Sylphen führen, bevor sie Ramo beschwören. Ida hat eine Idee, wie man das Vertrauen der Sylphen gewinnen könnte. Sag mal, Yvain, bist du in der Stimmung für ein kleines Tänzchen? Ja, ich bin ja gerade warm geworden. Ja, ich rede vom Tanzen. Mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, die traditionelle Begrüßung der Sylphen zu lernen. Und doch haben wir vielen Bewohnern der Sylphenzuflucht noch gar nicht unsere Aufwartung gemacht. Wenn du schon mal dabei bist, warum tanzt du nicht auch noch für die Kridania hier? Die Sylphen würden sich freuen, wenn du ihre Traditionen mit deinen eigenen Leuten teilst. Was mit mir ist? Nun, ich würde dich ja gerne begleiten, aber diese verfluchten Beinkrämpfe plagen mich mal wieder. Ja, ja, ist klar, Ida. Ist klar. Geduld, Geduld. Wenn wir uns einfach ausdrücken, werden die Sylphen uns schon verstehen. Gut. Haben die beiden uns noch was zu sagen? Wahrscheinlich eher nicht. Hier ist nur eine Notunterkunft der Unsrigen. Die Gemeinigen kommen Unsrige fressen, aber Laufende helfen. Es gibt Hoffnung. Bald werden die Unsrigen in die Heimat zurückkehren. Ja, das bekommen wir alles noch erzählt. Der Sylphenstamm ist nämlich auch mehr zweigeteilt. Da gibt es einmal die netten Sylphen und dann die nicht so netten. Das Haus der Meinigen ist nicht sehr groß, aber groß genug und die Meinige wohnt gerne dort. Ja, das freut mich doch. Dann Amexia. Die Meinige webt Stoffe. Die Laufende würde gerne mehr darüber erfahren. Die Meinige traut keinen Laufenden, die sie nicht kennt. Ja, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Habe ich sie noch angewählt? Ja. Tanzen wir wieder eine Runde. Du zeigst Amexia einen fröhlichen Tanz. Die Laufende möchte eine Freundin der Unsrigen sein. Die Meinige ist hoch erfreut, aber die Meinige behält die Geheimnisse der Weberei für sich. Selbst wenn die Laufende das Geheimnis erführe, könnte die Laufende es nicht auf die gleiche Art weben. 1 von 8, wow. Da habe ich dann später auch Beinkrämpfe wie jeder. Zachäus, du möchtest dich mit den Sylphen anfreunden, sagst du? Ich habe viel Zeit in der Gegend hier verbracht. Zeig mal, was du drauf hast. Grüße mich so, wie du eine Sylphe begrüßen würdest. Ich sage dir dann, ob deine Bewegungen richtig sind. Okay, ich wusste nicht mehr, dass man hier so viel tanzen muss, deswegen werde ich das den Emote hier mal in die Leiste ziehen, dann ist es für mich einfacher. Das ist eine ordentliche Tanzeinlage, meine Liebe. Wenn du etwas kleiner und deutlich grüner wärst, würde ich dich glatt für eine Sylphe halten. Wie dem auch sei, die Sylphen sind ein friedfertiges Volk. Begegne ihnen mit Offenheit und dir wird nichts zustoßen. Ich liebe die Musik hier auch in der Sylphenzuflucht. Der Magen der Laufenden krummelt, die Meinige macht kein Essen. Die Meinige kocht Borke und Pflanzensamen, um Fäden zu färben. Farbige Fäden müssen fröhlich sein, genau wie eine Begrüßung. Na, da wissen wir ja Bescheid. Tanzmarathon heißt übrigens die Quest, das trifft es ziemlich genau. Oh, die Laufende kennt den Freudentanz. Der Freudentanz lässt das Herz der Meinigen vor Freude hüpfen. Die beiden sollten Freunde sein. Ja, gerne. Gerne, gerne. 3 von 8. Ah, hier drüben. Ich glaube, mit der Druidin haben wir später noch mehr zu tun.
Du begrüßt also alle Bewohner der Sylphenzuflucht auf die traditionelle Art und Weise. Eine wundervolle Geste. Würdest du es mir einmal zeigen? Sylphenbegrüßungen zaubern mir immer ein Lächeln auf die Lippen. Wie reizend. Du wirst dich gut einfinden hier in der Sylphenzuflucht. Aber sei gewarnt. Solche Nettigkeiten bringen dich bei den Sylphen, die in ihrer Heimat verblieben sind, nicht weiter. Ja, das sind die Gemeinigen. Mit denen bekommen wir es auch noch zu tun. Hört ihr beiden überhaupt zu? Fragezeichen. Da gibt es wohl Verständigungsprobleme zwischen dem Erlesen und den beiden hier. Okay. Die Meinige kann den Worten der Laufenden nicht folgen. Die Meinige wird langsam schläfrig. Kennt die Laufende denn keine richtige Begrüßung? Doch, doch. Die Laufende hat lebhafte Schritte drauf. Die Meinige ist amüsiert. Hihi. Aber die Meinige ist immer noch schläfrig. Tja. Kann ich verstehen. Ich bin heute auch noch total müde. Aber nachdem ich gestern einen wichtigen Termin hinter mich gebracht hatte, der mich ziemlich viel Nerven gekostet hat, wollte ich heute unbedingt mal wieder aufnehmen, weil ich jetzt wieder den Kopf dafür frei habe. Was will die Laufende von der Meinigen? Die Älteste hat der Meinigen befohlen, nicht mit fremden Laufenden zu reden. Ah, die Laufende ist eine Freundin der Unsrigen, freundlich wie die gütigste Älteste der Waldstadt, weiß, wie man sich in die Herzen der Unsrigen tanzt. Okay. Noch zweimal. Ich glaube, da müssen wir ein Stückchen weiter rauf, oder? Tanzmarathon, ja. Es fehlen doch noch zwei, oder sind die beide oben? Wahrscheinlich bin ich nur wieder etwas blind. Aber die werden wir schon noch finden. Oder es sind zwei nebeneinander. Ja, bingo. Zwei nebeneinander. Gridania kann dieser Tage gar nicht genug Freunde haben. Daher ist dein Eifer beim Freunden der Sylphen sehr löblich. Nun denn, zeig mal, wie du das schaffen willst. Ausgezeichnet. Du würdest eine ausgezeichnete Botschafterin in der Sylphenzuflucht abgeben. Aber denk daran, nicht alle Sylphen heißen Fremde willkommen und sie können durchaus gefährlich werden. Ja, da drüben in dem Bereich nämlich. Jenseits von hier leben die Garstigen. Ist die Laufende eine Garstige oder eine Fröhliche? In Real Life mal dies und mal das. Aber hier sind wir eine Fröhliche. Meistens. Hier kann ich ja auch meine Krallen ausfahren, wenn es sein muss. Ah, die Laufende ist eine Tanzende. Die Meinige freut sich immer über die Tanzende. Hihi. Wieder Bericht erstatten. Machen wir. Ach, ist das schön hier. Ein richtig schönes kleines Dorf oder eine Zuflucht. So, steigen wir wieder ab. Das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt aufzusteigen. Evain, willst du die gute Nachricht oder die bessere Nachricht hören? Die gute Nachricht ist, dass dein Tanzen die Sylphen sehr aufgeheitert hat. Die bessere Nachricht? Tja, ich habe mich gerade von meinen Beinkrämpfen erholt. Ja. So ein Zufall. Auf zu unserem nächsten Abenteuer. Die Edna. So, jetzt haben wir hier neue Quests freigeschaltet, aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Hauptquest-Reihe hier weiter. Papa Limo hat eine Idee, wie du dich bei den Sylphen beliebt machen kannst.
Evelyn, ich nehme an, als Abenteurerin bist du es gewohnt, anderen Leuten in Not zu helfen. Ja, kann man so sagen. Geschichten über gute Taten verbreiten sich schnell. Eine Abenteurerin, die der örtlichen Bevölkerung zur Hand geht, kann über Nacht von einer Fremden zu einer Heldin werden. Du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will. Die Sylphen in der Zuflucht sind aus ihrer Heimat vertrieben worden. Sicherlich haben sie eine Menge Sorgen und Probleme. Suche die Sylphen in der Not auf und versuche, ihre Sorgen zu lindern. Ein guter Plan, findest du nicht auch? Doch, hört sich gut an. Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Sylphen ihre Probleme nicht jedem dahergelaufenen Fremden anvertrauen. Du solltest dich daher erstmal mit der Druidin Imedia an die Druidin Emedia wenden. Von den Kredanern, die hier leben, kennt sie sich vermutlich am besten mit den Sorgen der Sylphen aus. Ja, bei der Druidin waren wir hier vorhin schon einmal und haben hier vorgetanzt. Da sind noch ein, zwei andere Quests, die nehmen wir auch noch an. Ich mache hier ja mit euch alles. Den Gebietern sei Dank, eine Abenteurerin. Die Sylphen in der Sylphenzuflucht haben ein wenig Hilfe bitter nötig. Bitte höre mich an. Die Sylphenzuflucht ist eine provisorische Siedlung und bietet daher wenig Komfort, vor allem aber keine besonderen Schutzmaßnahmen. Daher verirren sich häufig wilde Kreaturen in die Siedlung und terrorisieren die unglückseligen Bewohner. Wenn du jeweils 5 Jungzitz und Gallenschnaken ausschalten könntest, wären die Sylphen und ich dir ewig dankbar. Könntest du darüber hinaus 5 Rothutpilze sammeln? Sie spielen eine wichtige Rolle im Leben der Sylphen. Frag mich nicht, wozu sie genau verwendet werden. Und bei all dem Getier, das durch die Wälder streift, sind sie nicht leicht zu bekommen. Wenn du damit fertig bist, solltest du Kumuxio aufsuchen. Sie wird nur langsam mit Fremden warm, aber deine guten Absichten werden ihr nicht entgehen. Das sagt mir meine Erfahrung. Gut, vertrauen wir mal auf deine Erfahrung. Hier drüben, Laxio. Laxio ist noch immer nicht von deinen guten Absichten überzeugt. Die Laufende tanzt viele Tänze, aber die meinige mag Laufende noch immer nicht. Warum? Weil Laufende nie zuhören, darum. Wenn die Laufende eine Freundin der meinigen sein möchte, sollte die Laufende zuhören, und zwar gut zuhören. Die meinige juckt es am Rücken. Die Laufende sollte sie dort mal anstupsen. Ja, das ist auch wieder ein Emote. Mal gucken, ob ich den schneller finde als das Tanzen. Anstupsen. Ah ja, gefunden. Stups, stups. Hihi, die Laufende ist in die Falle getappt. Die meinige zu berühren verwandelt die Haut in... verwandelt die Haut der Laufende in Moos. Hihi, die Haut der Moosrigen wird immer grüner. Die Moosrige sollte sich mal selbst betrachten, um zu sehen, wie lustig das ausschaut. Sind wir jetzt grün? Na, hoffentlich nicht. Laxio, zeigen, wie du dich selbst betrachtest. Moment, ich will hier gerade mal ein Stückchen zur Seite, damit man das auch sieht. Sich selbst betrachten. Hier. Habe ich was falsch gemacht? Du betrachtest dich. Muss ich mich da irgendwie selber anwählen oder? Da bin ich mir jetzt unsicher. Selbst betrachten. Oder gibt es da noch etwas anderes? Ich glaube ja nicht. Was steht denn in der Quest? Schrägstrich selbst betrachten. Willkommen, erröten, Respekt, herbeiwinken. Nö, das müsste es eigentlich sein.
Ich gebe das mal hier ein, so wie es da steht. Schrägstrich selbst betrachten. Ehrlich gesagt bin ich da jetzt ein bisschen überfragt. Vielleicht muss ich sie anwählen dazu. Ah, die Laufende ist so ein Dummerchen. Hihihi. Es gibt keinen Fluchdummerchen. Die Meinige hat Dummerchen super reingelegt, oder? Die Meinige ist so schlau. Dummerchen sollte der Meinigen sagen, wie schlau sie ist. Also die Silphe ist ja ein harter Brocken. Schrägstrich super finden. Das gebe ich jetzt mal so ein. Gibt es aber auch in der Emotionenliste. Klatschen wir ein bisschen. So ist es, Dummerchen. Die Meinige ist eine sehr, sehr schlaue. Dummerchen sollte sich das merken. Dummerchen macht die Meinige lachen. Die Meinige lacht gerne. Vielleicht ist Dummerchen gar nicht so übel. Dann kannst du ja aufhören, mich so zu nennen. Das mag ich nicht. Mal schauen. Die Silphe Laxio benötigt Hilfe bei der Beseitigung von Haarmücken. Die Unsrigen brauchen Hilfe. Bitte hilf den Unsrigen. Die Gemeinigen, auch als surrende Haarmücken bekannt, halten die Unsrigen für Futter. Ungeheuerlich. Sobald die Unsrigen die Siedlung verlassen, greifen die Gemeinigen an. Die Unsrigen werden der Köder sein, um die Gemeinigen anzulocken. Die Unsrigen möchten, dass die Laufende die Gemeinigen erschlägt. Okay. Hier war doch genau, hier drüben war noch eine Quest. Die Silphe Amixia benötigt die Hilfe eines Abenteurers. Oh, Laufende, bitte höre die Meinige an. Die Meinige hat fröhlich im Wald herumgetollt, was die Meinige sehr mag. Als ein gemeiniger, stoßender, schnüffelnder, schnaufender Angriff. Die Meinige war so verängstigt. Oh. Die Meinige hat zu viel Angst, um in den Wald zurückzukehren. Die Laufende kann die Stoßenden erledigen, ja? Die Meinige würde vor Freude tanzen. Die Stoßenden verstecken sich in Sträuchern. Die Laufende sollte vorsichtig sein. Okay, wir haben ja jetzt einige Quests, Wahnsinn. Jeden Tag eine gute Tat, das ist ja hier über den ganzen Bereich verteilt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier auf jeden Fall gemeinsam an, damit ihr die Mobs auch mal seht und hier die Gegend. Aber ich werde die Quests dann ohne euch soweit fertig machen und euch dann in der nächsten Folge zur Questabgabe hinzuholen. In Final Fantasy XIV habe ich das, glaube ich, noch nie so gemacht. In meinen anderen Rollenspielen mache ich das manchmal so, wenn es sehr lange Quests sind. Ich denke zwar nicht, dass das hier so lange dauern wird, aber da die Folge schon eine Zeit lang geht, ist das, glaube ich, dann praktischer. Huch, eigentlich wollte ich nicht meinen Raubbahn anklicken, sondern hier ist ein Pilz, den wir sammeln müssen. 5 Stück brauchen wir ja da. Zielort, genau, da kommen dann die Stoßenden. Die sollen wir hier anlocken. Verdächtiges Gestrüpp durchsuchen und wilde Keiler erschlagen. Und Eber. Dann warten wir mal mit unseren neuen Freunden oder hoffentlich baldigen Freunden. Du spürst eine feindliche Präsenz. Ach, das sind die Haarmücken. Alles klar. Ich dachte, das wären jetzt die Stoßenden, also die Schweinchen. Aber die Haarmücken benötigen wir ja auch. Oh, da kommen noch mehr. Kommt noch eine? Tatsächlich. Na, dann kümmern wir uns natürlich auch noch um die.
denke, das dürfte es dann gewesen sein, oder? Oh, noch ein. Wahnsinn, wie viel kommen denn da? Aber ist auch schon eine ganze Zeit lang her, seit ich die Quests hier gemacht habe. Okay. Wahnsinn. Haben wir es geschafft? Ah, wir haben jetzt die eine Quest schon fertig. Wunderbar. Ah, was fehlt uns denn hier noch in der Gegend? Gemeinige Stoßende. Und die... Moment, Gallenschnaken. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung hier. Da können wir dann ein Stück reiten. Da drüben leuchtet es auch schon. Wo sind denn hier... Ah, verdächtiges Gestrüpp. Und hier ist noch ein Pilz. Den möchte ich natürlich auch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Da fehlen uns jetzt noch 3. Verdächtiges Gestrüpp. Interagieren. Wow, das sind ja gleich 2. Huch. Gleich 2. Und ich bin hier gerade ein bisschen doof. Moment. Die Position ist besser. Hier muss man ja immer gut aufpassen, dass man nirgendwo drinne steht. Das könnte ziemlich übel dann enden, gerade bei 2 Gegnern. Und die Schweinchen, die sind auch nicht gerade schwach. In Brombeergestrüpp, da waren wir in der vorletzten Folge, sind hier einige von diesen Schweinchen. Da gibt es auch ein Feld von denen. So. Wunderbar. Es gibt noch ein zweites verdächtiges Gestrüpp, aber ich denke, das werde ich dann ohne euch machen. Das wird dann auch nicht anders aussehen als dieses hier. Aber hier sollen noch irgendwo die, wie heißen sie? Gallenschnaken sein. Da machen wir noch ein Beispiel. Oh, das sind bestimmt die hier. Oh, der World Boss ist auch gerade da. Ja, den kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, denn das ist ein World Boss. Undank des Faulen. Das geht immer eine halbe Stunde, dieses Feld. Und ich kann das nicht alleine machen. Das ist wirklich ein richtiger World Boss. Das ist nicht so ein Fate-Boss, wie ihr kennt. Wo man, wenn man mit etwas Übung dabei ist, das auch alleine machen kann. Hier braucht man wirklich mehrere Leute. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es vielleicht super tolle Spieler gibt, die das doch alleine machen können. Ich glaube es aber nicht. Der ist ziemlich schwierig. Also ich habe das immer in größeren Gruppen gemacht mit meinem Hauptcharakter. Da droppt auch ein Haustier. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal das Glück haben, wenn wir hier unterwegs sind, dass da gerade eine Gruppe vorhanden ist, dass ich da mitmachen kann. Ich denke, da werde ich mich irgendwann einfach mal hier platzieren und warten und irgendwann hoffen, dass andere Leute hinzukommen und dann schnell den Aufnahmeknopf drücken. Also das werdet ihr auf jeden Fall auch irgendwann mal sehen. Das Haustier, das da droppt, ist ein kleiner Pilz. Hier ist zwar eine andere Spielerin, aber das ist zu schwierig zu zweit. Okay, gerade mal die Quests abchecken. Soweit, so gut. Die restlichen Schnaken und Sitze und Pilze werde ich dann ohne euch machen. Und dann sehen wir uns aber in der nächsten Folge wieder zur Questabgabe in der Sylphenzuflucht. Ja, und dann hoffe ich mal, dass die Sylphen uns ein bisschen offener gegenüber werden. Okay, ihr Lieben, dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Vielen Dank. Und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!